Hatten. So, erstmal herzlich willkommen zu diesem Smart Money Bootcamp. Heute soll es jetzt in erster Linie darum gehen, wie du Smart Money für dich nutzen kannst, vor allem was Smart Money im Endeffekt ist, weil wir reden hier von Bankmanipulation im Endeffekt, weil es kein Geheimnis ist. In den Finanzmärkten agieren hauptsächlich die Banken mit dem meisten Kapital und da macht es ja am meisten Sinn zu verstehen, wie die Banken traden, was die Hintergründe der Banken sind. Und insofern würde ich direkt mal die Bildschirmübertragung starten. So. Let's go. Smart Money Bootcamp Tag 1. Ja. Und bevor wir überhaupt mal auf Smart Money, die Analyse etc. im Allgemeinen eingehen, müsst ihr erstmal verstehen, was der Unterschied zwischen Smart Money, ja, Smart Money ist der Allgemeinbegriff für die großen Leute im Markt, im Endeffekt für die Big Player, für Institutionen, Banken, von mir aus Privatanleger, die mit Milliarden in den Markt reingehen. Es sind auch große Fische. Und das ist der Überbegriff Smart Money für die im Endeffekt, weil die traden mit smartem Geld. Also die können gar nicht verlieren. Ja, und wie gesagt, da habe ich jetzt so eine kleine Überstellung gemacht. Wie das aussieht, Smart Money im Vergleich zu einem Retail Trader. Ja, Retail Trading ist im Endeffekt das, was ja, wir machen. Ja, wir sind Retail-Trader, wir haben keinen Einfluss im Markt, wir sind einfach nur da, wir interessieren eigentlich niemanden. Und es gibt Smart Money, ja, wie schon gesagt, Smart Money sind Banken, Institutionen. Sie manipulieren den Markt nach Lust und Laune, traden mit unvorstellbarer Lot Size. Also wir reden hier echt von einer Lot Size von teilweise bis zu einer Million. Die Banken können nicht verlieren. Wie sieht es mit den Retail-Tradern aus? Ja, es sind Privatanleger. Spielen keine große Rolle und vor allem wichtig, die Mehrheit verliert. Ja, die Mehrheit verliert durch den Einfluss der Banken, Einfluss natürlich groß, sei es drum. Durch den Einfluss der Banken verlieren die Leute, ja, weil die Mehrheit muss verlieren, dass die Banken gewinnen können, im Endeffekt. Und so ist das ganze Spiel. Heißt im Endeffekt, die Banken kontrollieren den Markt und wollen uns nur wehtun. Ja, und das geht jetzt an Leute, die Breakouts traden oder nur Support und Resistance traden und einfach eine schwache Confirmation Checklist haben. Das sind Retail Trader, Leute, die Smart Money traden, die können sich in der Theorie auch auf die linke Seite positionieren. Natürlich können sie den Markt nicht manipulieren, sie können nicht mit so hohen Lot Sizes traden und natürlich werden sie auch mal verlieren, ja, weil Banken können nicht verlieren. Das ist unmöglich, weil Banken immer in zwei Richtungen traden. Komme ich aber in den nächsten Tagen noch mal genauer darauf zu sprechen, wie das aufgebaut ist. Und dass man mal versteht, mit welchen beziehungsweise gegen wen man überhaupt tradet, habe ich mal die Banken am Forex-Markt rausgesucht so, und die Aufteilung einfach hier veranschaulicht. Wir sehen direkt, so die Deutsche Bank ist ja die meistvertretenste Bank im Forex-Markt im Endeffekt. Deswegen ist der London Open auch so interessant. Ja, der ist um Punkt 9 Uhr, eigentlich um 8 Uhr. Warum 9 Uhr? Weil da die Frankfurter Börse aufmacht und wir sehen 18% Anteil am Forex-Markt hat die Deutsche Bank, also ist schon ein enormer Anteil. UBS kenne ich jetzt selber so in der Form nicht. Barclays Capital kennt man natürlich und so weiter und so fort. JP Morgan noch eine sehr interessante Geschichte. Credit Suisse auch eine interessante Geschichte und so weiter und so fort. Ja, Goldman Sachs oder I don't know wie. Kennt man aber auch. Auf jeden Fall sind das so die Banken, die ja an diesen Märkten antizipieren, die ja einfach gegen uns spielen im Endeffekt. Was ist jetzt das Fazit von dem Ganzen? Wir sind nur kleine Fische, die nichts zu melden haben. Ja, wir haben gar nichts zu melden. Das Einzige, was wir machen können, wir können uns anpassen an die Art, wie die Banken traden, was die Banken mit den News machen. Ja, da gibt es so viele Faktoren, die wir für uns herausfiltern können, wo wir sagen können, okay, es macht nur Sinn, ja, die Bank hat so und so agiert, jetzt den Markt so und so zu betreten. Das heißt, wir müssen uns anpassen, egal was ist, weil wir kontrollieren den Markt nicht, wir können nichts beeinflussen in diesem Markt. Wir sind diejenigen, die sich anpassen müssen an die Banken im Endeffekt. Ja, also nur, dass man versteht, nicht, dass du jetzt reinkommst, denkst, boah, mit Smart Money, ey, mir gehört der Markt, ich kann alles machen, was ich will, bla bla bla. Nein, du musst dich anpassen. Du bist die Person, die dementsprechend reagieren muss, wenn etwas passiert, was du eventuell nicht erwartet hast, wo die Bank dann echt einen anderen Move gebracht hat, etc. Ja, also nochmal, wir sind kleine Fische und haben nichts zu melden. Jetzt ist ja wichtig zu verstehen, wie verstehe ich, wie Banken traden? Und dafür musst du in erster Linie erstmal verstehen, was Liquidität ist. Ja. Weil Liquidität ist im Endeffekt überall im Markt vorhanden. Egal wo, wir haben überall Liquidität.
stellt sich jetzt nochmal die Frage, was ist Liquidität? Ja, Liquidität ist das Geld in Anführungszeichen im Markt. Wie sieht das Geld im Markt aus in Form von Pending Orders, also Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop und Sell Stop? Durch direkte Marktausführungen gibt es natürlich auch, ja, wo du einfach mit einem Sell oder mit einem Buy direkt reingehst, und Stop Losses und Take Profits. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da werden wir auch in den nächsten Tagen nochmal genauer drauf eingehen, wie der Order Flow so genau ist. Aber das ist wichtig zu verstehen, dass das alles Liquidität ist. Und wir haben überall im Markt Take Profits, Stop Losses, Leute, die mit einer direkten Marktausführung reingehen, Leute, die Buy Limits haben, Sell Limits haben, weil der Markt einfach enorm, enorm groß ist. Ja. Das heißt, überall im Markt wird es Liquidität geben. Jetzt ist noch sehr wichtig zu verstehen, es gibt innere Liquidität, ja, in Form von Imbalancen, Sponsorship Candles, Institutional Candles, und äußere Liquidität in Form von Higher Highs, Lower Highs, Lower Lows, Higher Lows. Und bevor wir jetzt mit der Präsentation weitermachen, beziehungsweise Slide, was genau ist innere Liquidität? Weil da gehen wir jetzt genau drauf ein, Imbalancen, Orderblöcke, Institutional Candles im Endeffekt, ja. Und yes, dafür switchen wir einmal hier auf Safari und gucken uns das Ganze hier mal an, wie das Ganze aussieht. So, nehmen wir ein paar, wo ich selten trade, Silber. So, wie ist das mit der Liquidität genau aufgebaut? Ganz einfach, wir haben hier zwei Arten von Trends, wir haben einen Aufwärtstrend. So, so sieht ein Aufwärtstrend aus. Ich sehe gerade, wir sind im 5-Minuten-Chart. Ich gehe mal in einen Higher Timeframe, dass wir uns die Kerzen nicht einholen. So, 4-Stunden-Chart. Easy. Also, wie schon gesagt, wir haben zwei Arten von Trends. Wir haben einmal einen Aufwärtstrend. So. Und einen Abwärtstrend. Den mache ich gleich nochmal, aber wir machen das Ganze jetzt innerhalb von einem, anhand von einem Aufwärtstrend. Ja. So, der Aufwärtstrend fängt an. Wir kommen hier von unten nach oben, bilden hier ein Lower High. Hier oben haben wir ein Higher High. Ja. Das heißt jetzt, hier haben wir jetzt eine Range. Das ist unsere Range. Ja. Vom Low bis zum High. Das ist unsere Range, die wir haben. Wir haben jetzt hier in dieser Range äußere Liquidität, und zwar hier drüber. So. Hier drüber haben wir äußere Liquidität und hier drunter haben wir äußere Liquidität, weil es außerhalb unserer Range ist. Ja, wichtig. Also das heißt, außerhalb der aktuellen Range ist immer äußere Liquidität. Innerhalb der ist immer interne Liquidität. Ja? Das heißt, hier jetzt zum Beispiel, dort wo der Wendepunkt im Endeffekt ist, könnten wir sagen, okay, eventuell hatten wir da eine Imbalance oder eine Sponsorship Candle oder einen Orderblock. Das wäre innere Liquidität. Was macht der Markt jetzt? Bei einem Aufwärtstrend, ja, auch bei einem Abwärtstrend, ist es immer dasselbe. Er holt sich innere Liquidität, um die äußere Liquidität zu erreichen. Ja, und das ganze Spiel geht immer so weiter. Was eine Imbalance ist, was eine Sponsorship Candle ist, was ein Orderblock ist, was eine Institutional Candle ist, werde ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Geht jetzt erstmal wirklich nur darum, dass ihr versteht, wieso hier viel Liquidität liegt. Ja. Gehen wir erstmal nur von der äußeren Liquidität aus. Die äußere Liquidität, ganz, ganz simpel im Endeffekt. Wenn man jetzt hier unten zum Beispiel, oder nee, gehen wir von dem oberen Beispiel aus. Ja, irgendjemand ist auf die Idee gekommen, na, hier eine Sell-Order zu setzen. Wo packt er seinen Stop-Loss logischerweise hin? Über das letzte High. Ja, er ist jetzt hier im Nachhinein rein, hat ein Breakout getradet oder so, hat gesagt, okay, weißt du was, wir haben jetzt hier so eine schöne Reaktion gezeigt und hier gehe ich rein. Hier gehe ich rein, weil der Markt fällt, das ist ein Breakout-Trader, kann man machen, ist aber Bullshit, meiner Meinung nach. Und genau, was ist das logische Target für einen Stop-Loss? Hier oben. Ganz simpel. Das heißt, hier drüber, über diesem High sind ganz, ganz, ganz viele Stop-Losses, aber auch bei Limit-Orders, weil jetzt gibt es wieder die Gegenseite, die sagt, okay, wir haben ja einen Aufwärtstrend, das heißt, langfristig muss er steigen. Wenn wir das Level hier durchbrechen, dann gehe ich rein für ein Buy. Wo macht er dann den Stop hin? Logisch, unter das letzte Low. So, das heißt, jetzt haben wir eine neue Range gebildet, machen wir das alles mal weg. So, neue Range gebildet.
So. Der Typ, der jetzt hier das Breakout getradet hat, Bombe. Na, ist super aufgegangen für ihn. Sehr schön aufgegangen. Was macht der jetzt? Wo packt der jetzt seinen Stop-Loss hin? Im Optimalfall. Er ist jetzt fett im Profit. Er könnte das Break-Even ziehen. Einfach auf plus minus null. Dann ist sein Stop-Loss genau auf dem letzten High. Das ist eben dieses Breakout-Trading mit Retests von einer Support oder einer Resistance. Oder man minimiert ihn einfach und packt ihn hier unter ein anderes Low in lower Timeframes. Ja. Was ich nur damit sagen will, überall im Markt sind Stop-Losses, Pending-Orders und die sind meistens über diesen Highs und unter diesen Lows. Ja. Abwärtstrend ist im Endeffekt genau dasselbe, da gehe ich jetzt nicht lange drauf ein. Ja, es ist das gleiche Spiel. Interne Liquidität wird jetzt hier gegrabt. Wir haben hier eine Range von hier unten bis hier oben. Äußere Liquidität, immer dasselbe Spiel. Ja. So viel zum Thema innere und äußere Liquidität. Ja, äußere Liquidität werde ich jetzt nicht arg viel noch drauf eingehen, ja, weil das sollte klar sein. Über einem High haben wir viel Stop-Losses, viele Pending-Orders. Unter einem High haben wir viele Stop-Losses und viele Pending-Orders. Ja, ganz simpel. So, gehen wir wieder zurück auf die Präsentation. Jetzt stellt sich die Frage, wir haben gerade von innerer Liquidität geredet und davon, dass Imbalancen, Institutional Candles, Orderblöcke, Sponsorship Candles sind im Endeffekt Orderblöcke. Ja. Ist jetzt die Frage, wie sieht das Ganze aus? Was ist eine Imbalance? Okay, und die Definition von einer Imbalance ist im Endeffekt, eine Imbalance ist eine Lücke im Markt, bei welcher es entweder zu viele Käufer oder viel zu viele Verkäufer gab. Und wenn wir uns das Schaubild jetzt hier mal angucken, ja, mit dem grauen Kasten, sehen wir ganz klar, wir hatten hier eine Bewegung, die negativ war, die brutal nach unten ging. Ja, das ist eine Candle, die kam aus dem Nirgendwo gefühlt. Innerhalb von 2 Stunden, ja, das sieht man hier rechts, 2 ST, 2-Stunden-Chart. Innerhalb von 2 Stunden haben wir wahrscheinlich 300, 400 Pips gecatcht. Und das ist nicht normal. Das darf so nicht sein. Warum darf das so nicht sein? Weil es muss überall im Markt Käufer und Verkäufer geben. Das heißt, wenn du gewinnst, muss auch jemand verlieren. Deswegen muss es überall Käufer und Verkäufer geben. Gibt es eine Zone, wo es für einen kurzen Zeitraum nur Käufer oder Verkäufer gab, muss diese Zone wieder mit der Gegenseite gefüllt werden. Ja, das heißt, wir hatten hier extrem viele Sells innerhalb von einer sehr kurzen Zeit von 2 Stunden. Das ist 100.000% eine Institution oder eine Bank gewesen. Es kann kein Privatanleger gewesen sein. Ist unmöglich. Da brauchst du mehrere Milliarden, um so eine Bewegung zu starten. Ja, jetzt ist es nicht so aufgegangen, wie sie es haben wollten. Vielleicht wollten sie es genauso haben. Auf jeden Fall ist eine Imbalance entstanden, wo zu wenig Käufer waren. Das ist eine Zone im Markt, wo wieder Käufer rein müssen. Das ist ein Muss. Ja, da müssen wieder Käufer rein. Wann ist relativ, kann jetzt sein, kann morgen sein, kann in 3 Jahren sein, kann in 20 Jahren sein, scheißegal. Hauptsache, irgendwann kommen in diesem Bereich wieder Käufer rein. Das heißt, eine Imbalance ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil im Endeffekt für Smart Money. Ja, ich werde gleich nochmal genauer drauf eingehen auf dem Chart. Zweite Frage, die du dir jetzt stellen wirst, ist, was ist ein Orderblock? Ein Orderblock muss in erster Linie immer Liquidität aus dem Markt rausnehmen. Wenn wir uns das ganze Schaubild hier rechts jetzt angucken, sehen wir eine Linie oben mit einem Dollarzeichen drüber. Ja, warum Dollarzeichen drüber? Weil direkt da drüber ganz viel Liquidität liegt. Ja, das sind 2 Highs, 2 Equal Highs, erkennt man immer in den Wicks. Und die sagen uns, direkt da drüber haben wir ganz viele Stop-Losses, ganz viele Breakout-Trader etc. Das ist eine Faustregel, weil immer über Highs, vor allem Equal-Highs, vor allem welche, die öfters gekommen sind und einen guten Wick haben, so wie hier jetzt, können wir davon ausgehen, dass im Endeffekt direkt darüber ganz viel Liquidität liegt. Ja, jetzt haben wir hier unten nochmal eine Linie, auch mit einem Dollarzeichen nach unten hin, auch Equal Lows im Endeffekt. Das ist auch ganz, ganz viel Liquidität zur unteren Seite hin. Ja, das heißt jetzt, wir haben oben Liquidität und unten Liquidität. Jetzt ist die Frage, welche Liquidität holt er sich zuerst, um im Endeffekt direkt danach die andere Liquidität zu holen. Und wenn wir uns das Schaubild hier jetzt nochmal angucken, wir sehen hier die obere Linie mit dem Dollarzeichen, die obere Linie. Wir kommen mit diesem Orderblock direkt rüber, schnappen uns die ganzen Stop-Losses, ganz viele Leute verlieren, gehen, fucken sich ab, sind aufgeregt, emotional, gehen eventuell hier mit Buys dann rein, weil sie sich denken, boah, kacke, jetzt steigt der, jetzt muss ich mit Buys rein. Und direkt danach fällt der komplett in die andere Richtung. Das heißt, was hat dieser Move jetzt gemacht? Er hat erst die
Käufer, die Verkäufer aus dem Markt genommen, dass sie im Endeffekt diesen großen Move hier nicht mitnehmen können. Und hat im Endeffekt auch direkt damit noch die Käufer hier unten rausgenommen. Da, wo man den Strich unten sieht, ja, da waren ja die Käufer drin mit den Stop-Losses direkt drunter. Und was ist jetzt genau ein Order-Block? Ein Order-Block muss Liquidität aus dem Markt nehmen. Hat er 100.000%. Die Highs hat er genommen, alles super. Es ist immer, und das ist eine Faustregel, immer der letzte Buy oder Sell, je nachdem, was für ein Szenario haben, vor dem Move in die jeweilige Richtung. In unserem Beispiel war es jetzt der letzte Buy vor dem Sell. Also wir sehen hier diese blaue Kerze, die letzte blaue, bevor die drei weißen hintereinander kommen. Ja, das ist eine komplett ausgefüllte Kerze. Das ist Bedingung Nummer 3. Die Buy-to-Sell-Candle oder Sell-to-Buy-Candle muss immer mindestens 80% Körper haben. In unserem Beispiel ist es eine Buy-Candle-to-Sell. Also es war ein Kauf von der Institution, um die Mehrheit abzufacken, dass die Mehrheit verliert, dass die bessere Preise kriegen, um danach den eigentlichen Move zu machen, den Sell. Und das meine ich mit Banken verlieren nicht. Banken traden immer in zwei Richtungen. Die haben hier nach oben getradet und direkt danach nach unten. Die können gar nicht verlieren. Das ist unmöglich, dass eine Bank verliert im Endeffekt. Und das ist ein Orderblock. Ja? Das heißt, ein Orderblock ist im Endeffekt eine Kerze, beziehungsweise zwei Kerzen. Eine Kerze, die Liquidität aus dem Markt rausgenommen hat, einen Körper hat von mindestens 80% und eine Kerze, die direkt danach im Endeffekt ein Engulfen liefert. Engulfen heißt jetzt, wir haben hier eine komplett ausgefüllte Kerze, die nach oben gegangen ist, die blau, und direkt danach haben wir die bis nach unten hin, wo der Körper anfängt, durchbrochen. Ja, das ist ein Engulfen, wenn es direkt danach in die komplett andere Richtung geht. Und das ist ein Orderblock. Gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Letzte Frage, die du dir stellen solltest. Was ist eine IC, eine Institutional Candle? Ja, die IC muss Liquidität aus dem Markt nehmen, genau wie der Orderblock. Und im Endeffekt tut sich da nicht so arg viel. Ein Orderblock und der IC ist im Endeffekt dasselbe, nur der Orderblock ist ein bisschen cleaner, weil ein Orderblock ist komplett ausgefüllt, alles clean, Price Action, alles super. Eine IC ist meistens mit so einem Wick. Ja, wir sehen es jetzt hier im Schaubild. Das ist eine Institutional Candle. Warum ist das eine Institutional Candle? Naja, wir haben hier so einen leichten Abwärtstrend gehabt, viel Liquidität drunter gehabt. Im Endeffekt, beziehungsweise unter diesen Lows, unter diesen Equal Lows hatten wir viel Liquidität nochmal. Wir sind drunter gekommen und die graue Box spiegelt eine Imbalance wider, die wir weiter links sehen würden. Sehen wir jetzt bei dem Schaubild nicht, gehen wir gleich nochmal durch. Das heißt, er hat hier die Lows, die Institution hat hier die Lows von diesen ganzen Käufern gecatcht, um im Endeffekt und die Imbalance, also er hat äußere und innere Liquidität geholt im Endeffekt, um direkt danach wieder in die komplett andere Richtung zu gehen. Das ist eine Institutional Candle. Und ja, die Institutional Candle muss so viel Liquidität wie möglich aus dem Markt nehmen, am besten interne und externe Liquidität. Sind meistens sehr große und schnelle Bewegungen. Also wir sind hier momentan im, was ist das für ein Chart? 15-Minuten-Chart. Also das ist eine Preisbewegung von 15 Minuten, die ist auch heavy, also ist nicht normal. Und wir haben interne und externe Liquidität aus dem Markt genommen, top. Gucken wir uns das Ganze mal im Markt an. Beziehungsweise noch das letzte, ist ja eh der letzte Slide. So, wir haben jetzt drei Sachen kennengelernt. Imbalance, ein Orderblock und ein Institutional Candle. Das alles zusammen kombiniert macht es im Endeffekt aus. Das sind jetzt drei Basic-Analysen vom Smart Money-Bereich. Da kommt noch ganz, ganz viel mehr. Ja, Divergence zum Beispiel und so weiter und so fort. Also auch ein paar Indikatoren, die da relevant sind für euch. Aber yes, das alles kombiniert. Ganz einfach. Wir haben jetzt Euro-US-Dollar im 2-Stunden-Chart vom 9. Juni um 14 Uhr. Könnt ihr euch selber mal angucken. Ist gar nicht so lange her. Wir sehen hier im 2-Stunden-Chart, wir haben mit dieser blauen, komischen, verwickten Candle, ja, im 4-Stunden-Chart, der Chart ist sehr wichtig, im 2-Stunden-Chart, der Chart ist sehr wichtig jetzt für die weiteren Bilder, die kommen. Sehen wir, wir haben hier dieses High gecatcht und das andere High komplett gecatcht. Die ganze Liquidität da rausgenommen, auf derselben Höhe, unmittelbar drüber, war sogar noch eine Imbalance. Also auch hier eine externe Liquidität gegrabt und eine interne Liquidität. Die Imbalance, die sehen wir jetzt auf dem Bild nicht. Ist auf jeden Fall da, ich habe es backtestet, geguckt. Gucken wir uns das Ganze mal im 20-Minuten-Chart an, weil das wird jetzt interessant.
So, gucken wir uns den 20-Minuten-Chart an. Da sehen wir jetzt einen Orderblock. Warum ein Orderblock? Naja, wir haben Liquidität aus dem Markt genommen. Wir haben direkt danach einen Golfen. Wir haben einen ausgefüllten Körper, 80% Körper. Direkt danach gab es einen Golfen. Das heißt, wir haben jetzt im 4-Stunden-Chart einen Institutional Candle herausgefiltert, sind in den 20-Minuten-Chart und haben einen Orderblock herausgefiltert. Interessant. Jetzt geht es weiter mit dem 3-Minuten-Chart. Ja, das ist alles derselbe Timeframe, nicht Timeframe, dasselbe Währungsbasis. Alles Euro, US-Dollar, nur andere Darstellung vom selben Zeitraum. Ganz, ganz wichtig. Das ist derselbe Zeitraum, andere Darstellung. Haben wir eine Imbalance. Euro, USD, 3-Minuten-Chart, auch vom 9. Juni um 14 Uhr, alles zur selben Zeit, haben wir hier bei dem Move eine Imbalance. Das heißt, wir haben in Higher Timeframes unseren Point of Interest herausgefiltert. Ja, diese Institutional Candle. Wir sind in die Timeframes runtergebrettert, haben im 20-Minuten-Chart tatsächlich einen wunderschönen Orderblock gesehen, einen Bilderbuch-Orderblock. Was passiert direkt danach? Wir gehen weiter runter im 15-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, 3-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart und im 1-Minuten-Chart und 3-Minuten-Chart findet man dann eben genau dort, wo die ganzen anderen Point of Interest sind, eine Imbalance. Was heißt es jetzt als Fazit für uns? Die drei Sachen kombiniert sind eigentlich idiotensicher. Wenn du die drei Analysen auch ohne die Hintergründe zu verstehen, ohne zu wissen, warum eine Imbalance überhaupt so wichtig ist, warum ein Orderblock so wichtig ist, warum eine Institutional Candle so aussagekräftig ist, kannst du nur durch das im Endeffekt schon Smart Money traden. Ja, da kommt noch viel mehr dazu, aber das sind so die basic Sachen. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt einmal nochmal im Chart an. So, extra hier mit grün markiert. Yes. Das sind 1 Stunden, das war der 30-Minuten-Chart, 20-Minuten-Chart war es. Yes. Hier zum Beispiel haben wir jetzt den Orderblock, den wir uns gerade angeschaut hatten. Oder war es ein 15-Minuten-Chart? Da war der, glaube ich, extrem clean. Yes, 15-Minuten-Chart, wunderschön, wunderschön. So, auch hier. Jetzt haben wir Great Britain AUD. Gerade hatten wir Euro-USD. Wir sind im 15-Minuten-Timeframe, haben hier einen Orderblock. Was haben wir im 1-Stunden-Chart? Haben wir auch einen Orderblock im Endeffekt. Aber wir sehen schon, wir haben hier Liquidität aus dem Markt genommen, durch dieses High, durch das High, wo ich hier schon markiert habe, über dem High. Überall hier liegen ganz viele Stop-Losses. Und was natürlich am allerschönsten ist, wir haben hier einen Trend, einen Aufwärtstrend, wo drunter am meisten Liquidität liegt. Das heißt, mein geschultes Auge würde jetzt sagen, okay, krass, wir haben hier diesen Aufwärtstrend, ganz viele Leute sind jetzt über Tage hinweg auf diesen Trend aufgestiegen, haben ihre Stop-Losses überall hier auf dieser Range und das, was die Institution jetzt machen will, irgendwann die ganzen Stop-Losses hitten, um im Endeffekt in die andere Richtung zu gehen. Und genau das wurde jetzt hier gemacht. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, 15-Minuten-Chart, jetzt ja, Orderblock, gehen wir runter in 5-Minuten-Chart, brechen wir den Timeframe weiter runter. Was erkennt man direkt, ohne irgendwas, ohne zu reden, ohne irgendwas zu sagen, eine Imbalance. Ja, diese Imbalance, die wir hier haben. So. Das ist eine Imbalance, die noch offen ist. Im 15-Minuten-Chart ist es ein Orderblock. Innerhalb dieses Orderblocks befindet sich eine Imbalance. Jetzt können wir noch die Timeframes runterbrettern. 3-Minuten-Chart ist die Imbalance auch hier vorhanden. Wunderschön. In jedem Timeframe ist sie vorhanden. Auch im 1-Minuten-Chart, wenn man es ganz genau haben will, kann man reingehen. Und noch mal ein bisschen spezifischer werden. Könnte man jetzt sagen, okay, ey, die eigentliche Imbalance, der Ursprung der Imbalance ist hier. So, das ist die offene Imbalance, die noch gecatcht werden muss. Haben wir mit dem Move hier nicht gemacht. Leider, das wäre auch viel zu clean gewesen. Haben wir mit dem Move nicht gemacht. Das heißt, die Imbalance hier oben und diese Priced Action ist noch offen. Wir sind auch gerade noch nicht arg weit oben. Aber doch, also kann schon gut sein, dass der Entry hier auf jeden Fall noch gehittet wird die nächsten Tage. Wir haben hier auf jeden Fall Liquidität. Wir haben hier oben interne Liquidität. Wir haben die Struktur gebrochen. Also alles wunderschön. Gucken wir uns das Ganze mal bei Great Britain CRF an. Auch hier, das war die Imbalance, die wir uns vorhin angeguckt haben. Eine riesen Lücke im Markt. Und die Lücke erkennst du durch ganz viele verschiedene Timeframes. Also wenn wir in 4-Stunden-Chart gehen, hast du eine Imbalance. Gehst du in 12-Stunden-Chart, wirst du eine Imbalance sehen. Egal in welchem Timeframe du gehst, du wirst eine Imbalance sehen. So, machen wir mal den Pfeil hier weg. Ziehen das mal ein bisschen länger. Gehen wir in den 12-Stunden-Chart, du siehst eine Imbalance. Gehst du in den Tageschart, siehst du auch was Schönes. Im Prinzip
Der letzte Buy vor dem großen Sell, also hier innerhalb, also echt sehr schön innerhalb hier, finden wir wieder im Endeffekt eine Imbalance. Auch im 16-Stunden-Chart haben wir eine Imbalance. Also in jedem Timeframe ist das eine Imbalance. Und das ist natürlich am schönsten, je mehr Timeframes uns bestätigen, dass es eine Imbalance ist. Und jeder Timeframe bestätigt uns das. Also wirklich straight up jeder. Gucken wir uns den 10-Minuten-Chart nochmal an. Ja, also das ist eine Riesenlücke. Das ist eine Riesen-Imbalance, die gefüllt werden muss. Aber dass man versteht, wie man so Imbalance ein bisschen angeht. Ja, man guckt sich jeden Timeframe an und checkt ab, bis wohin die Imbalance eigentlich stattfindet. Bis unten in den 1-Minuten-Chart. Jetzt ist man im 1-Minuten-Chart, da muss man ein bisschen nach hinten scrollen auf jeden Fall. Aber da sieht man jetzt, so, da sieht man jetzt, okay. So, wo ist der Ursprung der Imbalance? Ja gut, wir haben hier oben noch viel Imbalance. Also hier, hier haben wir Imbalance. Wir haben hier oben eigentlich sogar noch eine Imbalance. Hoppa. Also eine ganz kleine Mini-Imbalance, ist nicht so aussagekräftig. Und wir haben hier halt diese Riesen-Imbalance, ja. Also das ist der Point of Interest, den wir hier haben. Ist jetzt eine viel zu große Imbalance, um da einen Trade mitzunehmen. Da wartet man dann eher auf die Reaktion und auf den Re-Entry. Werde ich aber die nächsten Tage nochmal komplett drauf zu sprechen kommen. Als allerletztes gucken wir uns Euro-US-Dollar nochmal an. Gehen wir nochmal in den Stundenchart. So, und das ist auch ein Trade, der uns jetzt die nächsten Tage, der sehr interessant wird. Der wird sehr interessant, dieser Trade. Wir haben hier eine Imbalance. Ja, wir haben eine Institutional Candle. Machen wir das mal alles weg hier. So, also bevor wir uns diese Price Action hier jetzt angucken, gucken wir uns diese Price Action hier an. Weil jetzt sehen wir erstmal, warum der Chart so agiert hat, wie er agiert hat. Wir sind im 1-Stunden-Chart und wir sehen, die Imbalance, die hier ursprünglich mal war, ja, das war die Imbalance. Die haben wir mit dem Move hier gecatcht. Aber dennoch ist von der Imbalance ein bisschen was offen. Dieser Teil von der Imbalance ist noch offen. Haben wir den nochmal gecatcht? Nie wieder. Das heißt, wir haben hier auf diesem Level eine Imbalance. Wir haben hier externe Liquidität über diesem High, über diesem High. Und wir haben, wenn wir diese große Range jetzt als Range nehmen im Endeffekt, also von hier oben bis hier unten, haben wir hier oben auch interne Liquidität in Form einer Imbalance. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich das hier unsere Range. So, das war unsere Range. Genau. Dann sieht man auch noch wunderschön auf dem 88er-Level, werde ich auch noch die Tage drauf zu sprechen kommen, ist ein Bankenmanipulationslevel, genauso wie das 71er und das 78er sind alles Bankenmanipulationslevel, kann man sich vorstellen, wie so Discount-Preise, wie als würdest du shoppen gehen und auf einmal kostet ein Nike-T-Shirt 2 Euro oder sowas, genauso fühlt sich das an für die Banken, wenn die von hier oben bis nach ganz hier unten ein Short mitnehmen, dann machen die echt krank viel Geld. Genau, gucken wir uns das jetzt weiter an. Wir sind jetzt im 1-Stunden-Chart. Wir sehen hier diese Institutional Candle. Ja, die Institutional Candle nicht zu übersehen. Haben wir auch besprochen gehabt gerade. Gehen wir die Timeframes runter in den 30-Minuten-Chart. Erkennen wir schon so ein Anzeichen für einen Order-Block. Gehen wir in den 20-Minuten-Chart. Haben wir hier einen Order-Block, der die Liquidität aus diesem High hier rausgenommen hat. Wunderschön. Ja, aus diesem High hier. Und die Liquidität, die restliche, die noch offen war aus dieser Imbalance. Also sehr clean, sehr, sehr, sehr clean. Jetzt gehen wir noch weiter runter, gehen wir mal in den 5-Minuten-Chart. So, jetzt gehen wir in den 5-Minuten-Chart. Und noch kleiner Tipp für euch, wenn ihr die Pro-Version natürlich habt, was ein Muss ist eigentlich, dann habt ihr so ein Replay-Tool. Wenn ihr solche Price-Actions habt, die ein bisschen länger her sind, macht einfach den hier, wenn ihr im 4-Stunden-Chart seid. Dann müsst ihr nicht immer zurückscrollen. Also spart euch viel Zeit auf jeden Fall. So, 5-Minuten-Chart. Was ist hier zu sehen? Die Imbalance, die wir vorhin angesprochen hatten. Im 3-Minuten-Chart ebenso. Im 2-Minuten-Chart ebenso. Und im 1-Minuten-Chart ebenso. In jedem Timeframe haben wir diese Imbalance. Ja, was heißt es jetzt für uns? Das war ein institutioneller Move, eine offene Imbalance, interne Liquidität, die noch offen liegt. Wir haben all in all, wenn wir ganz, ganz weit nach oben gehen, in higher Timeframes, also mal im Tageschart zum Beispiel, haben wir einen Abwärtstrend, ganz klar. Wir haben hier noch Lows, die wir anpeilen können, beziehungsweise dieses Low, was wir anpeilen können, wo wir die Liquidität noch rausnehmen werden, höchstwahrscheinlich.
Genau. Das heißt, was jetzt natürlich clean wäre, wir kommen hier oben hin, droppen nach unten. Hier oben ist genau das gleiche nochmal. Hier ist genau die gleiche Price Action wie hier. Man sieht es auch schon vielleicht so leicht im Eintageschart. Im Eintageschart ist es tatsächlich sogar ein Orderblock. Der hat die Liquidität über dem High hier rausgenommen. Ja. Hat hier wahrscheinlich auch nochmal irgendwas geschlossen, eine Imbalance, wenn man in Lower Timeframes geht. Also im Endeffekt ist es recht simpel. Ja. Man muss nur verstehen, wo ist die Liquidität? Wo hat die Mehrheit ihre Stop-Losses? Wo hat die Mehrheit ihre Take-Profits? Wo hat die Mehrheit ihre Pending-Orders? Weil die Mehrheit verliert. Wenn ihr versteht, wie die Mehrheit tradet und wo die Banken hinwollen, um der Mehrheit weh zu tun, könnt ihr gar nicht verlieren im Endeffekt. Natürlich könnt ihr verlieren, aber langfristig gesehen ist es unmöglich zu verlieren. Ja, der letzte Move, den ich jetzt noch habe, war ja Gold. Das war XAUUSD. Das ist Gold. Ein sehr, sehr geiles Paar, vor allem für schnelle Bewegungen. Hier hatten wir diese Institutional Candle im Endeffekt. Hier die ganzen Lows, wo auch Liquidität drunter liegt. Ja, schöne Equal Lows. Wir kommen drunter, catchen hier die Institutional Candle. Und wie schon gesagt, auf dieser Höhe hier haben wir eine Imbalance. Wenn wir jetzt mal in Lower Timeframes gehen, werden wir hier eine Imbalance finden. 5-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart. So. Wir haben hier noch eine Imbalance, die kann man kleiner machen. Das hier ist unsere offene Imbalance, die wir haben. Ja, der kleine Wick hier nach unten könnte man 30-Sekunden-Chart nochmal checken. Nee, passt alles von der Price-Action her. Also das hier ist unsere Imbalance, haben sogar noch einen 30-Sekunden-Chart, einen kleinen Gap, der sagt aber gar nichts aus. Genau, das heißt, das hat der Move jetzt gemacht. Machen wir das Ganze mal weg. Wo war der Move? Yes. So, was hat der Move jetzt im Endeffekt gemacht? Er hat hier die ganze Liquidität. Wenn wir jetzt in 1-Minuten-Chart mal reingehen, wir haben gesehen, im 15-Minuten-Chart war es eine Institutional Candle. Wir haben hier die ganze Liquidität rausgenommen. Wunder, wunder, wunderschön. Wir hatten hier vor noch diesen Move. Diese Liquidität haben wir auch aus dem kompletten Markt genommen. Wir haben die Imbalance hier unten komplett gefüllt. Und wenn wir jetzt im 1-Minuten-Chart uns das Ganze angucken, sehen wir wieder, ey, es ist wieder eine neue Imbalance entstanden innerhalb dieser Institutional Candle. Was heißt das jetzt für uns? Wir können hier das Ganze auswählen. Ja, das Ganze mal länger ziehen. Gehen wir mal in den 15-Minuten-Chart zurück. So, wir können das Ganze länger ziehen. Und dann sehen wir hier wieder dieselbe Price-Action im Endeffekt. Ja. Der Markt kommt hier rein. Jetzt ist echt ein bisschen heavy die Zeit so. Es war auch ein Trade von mir tatsächlich. Hier auf 20. Sehr, sehr clean eigentlich, aber will heute irgendwie noch nicht, weil wir haben auch noch weiter unten ein paar Targets, die wir anpeilen können. Hier haben wir noch eine offene Imbalance, die ich viel, viel cleaner nochmal finde. Aber was ich euch damit sagen will, es geht die ganze Zeit so weiter. Wir sehen im 15-Minuten-Chart, ist es dieser Wick, im 1-Minuten-Chart, ist es eine Imbalance. Wenn du das abwägen kannst, dann bist du eigentlich gut aufgestellt. Das heißt, deine Aufgabe jetzt, nachdem du dieses Video im Endeffekt angeguckt hast, geh direkt rein, geh direkt an den Chart, backteste das Ganze, guck dir das Ganze an, wie du das für dich nutzen kannst im Endeffekt. Und yes, halt immer im Hinterkopf, wenn du was im Higher Timeframe findest, wirst du im Lower Timeframe nochmal ja, extrem viel Confirmations finden. Das heißt, im Higher Timeframe peilt man die, ja, den Point of Interest an eigentlich, also das, was es interessant ist, wo der Move war, denn die Bank im Endeffekt bedingt hat. Und in Lower Timeframes bist du dann spezifisch und guckst dann, okay, wo time ich jetzt genau meinen Einstieg? Wie mache ich das Ganze jetzt genau? Und. Im Endeffekt war es mit dem ersten Tag. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen und wir sehen uns dann am zweiten Tag.